Es ist Samstagabend, 23 Uhr, mehrere tausend Besucher zu Gast am Holerberg. Seit Stunden zeigen die beobachteten Indikatoren, dass ein starkes Unwetter auf das Festgelände zukommt. Die Entscheidung fällt, der Notfallplan wird eingeleitet. Es bleibt ein Zeitfenster von 30 bis 90 Minuten, in dem alles professionell ablaufen muss. Vom Parkplatz bis zur Räuberhöhle verfolgen ca. 60 Feuerwehrmänner das Ziel, möglichst viele Gäste vom Festgelände zum Sammelplatz zu bringen und die verbleibenden Gäste bestmöglich zu schützen. Die Einsatzgruppen sind mit Feuerwehrauto, Handy, Funkgerät und Taschenlampen ausgestattet und durch ihre Einsatzkleidung geschützt. Die Übung am 14. April bestand aus einer ausführlichen Besprechung des Notfallplanes, bei der alle Barchefs beteiligt waren. Anschließend ging es auf den Berg, wo das Worst-Case-Szenario nach einem Gruppenfoto durchgespielt wurde. Über Smartphone, Funk und Läufer ging die Alarmierung ein. Der Einsatz beginnt. Schutzausrüstung anziehen, Helm auf und laut Plan den Berg evakuieren. Grundsätzlich muss jeder Besucher, der was zu uns aufs Fest kommt, der muss selber Verantwortung übernehmen, weil das Betreten des Geländes ist auf eigene Gefahr. Und mit dieser Übung wollte man sich einfach bestmöglichst für den Ernstfall vorbereiten. Seit 45 Jahren Holerbergfest gab es zum Glück noch keinen solchen Zwischenfall. Wir sind professionell vorbereitet. Trotzdem freuen wir uns auf viele weitere Feste bei schönem Wetter. Alle sind sich einig, dass die Übung sehr wichtig für uns war, damit die Gäste am Holerberg auch in Zukunft gut aufgehoben sind. Nach erfolgreichem Abschluss der Übung findet für alle Beteiligten die Nachbesprechung bei einem Lagerfeuer am idyllischen Berg statt. Alle sind sich einig, dass die Übung sehr wichtig ist, damit die Gäste am Holerberg auch in Zukunft gut aufgehoben sind. Und übrigens, das Holerbergfest findet heuer vom 20. bis 22. Juli statt.